Bundeskanzler Scholz ist zu Gesprächen über die Ukraine-Krise nach Moskau abgereist. Scholz hatte gestern angekündigt, bei dem Treffen mit Russlands Präsident Putin für eine Deeskalation zu werben. Gleichzeitig drohte er für den Fall eines Angriffs auf die Ukraine erneut mit scharfen Sanktionen. Im ARD-Morgenmagazin warnte der CDU-Außenpolitiker Röttgen vor Zugeständnissen an Putin. Es hilft nur Härte. Das ist, ich glaube, das ist völlig klar, nicht Gesprächstherapie, sondern er macht dann eine Kostenkalkulation. Er ist ein Taktiker, übrigens auch ein Zauderer. Und das, glaube ich, darum ist es wichtig, dass ihm klar ist, Putin werde Deutschland nicht spalten können. Ich werde Deutschland nicht abspalten können. Er hat ja auch in Wahrheit kontraproduktiv aus seiner Sicht die Einheit der NATO, auch ihre Bedeutung, wiederhergestellt und befördert.